Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Season. Wie ihr da schon im Hintergrund gehört habt, die Jungs sind auch wieder mit dabei. Kimchi, Miau! Mein Beileid. André, Steve, Hallo. Hi. Willi, der ganz begeistert ist. Ich hasse Und Steve. ja. Willi hat Sackhaare. Ah. Hey Steve, du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, ich wurde gejagt vom Jäger, aber Okay. ihm losgeworden. So, ein Schaf fehlt mir noch. Ich könnte dir Wolle geben, aber du musst zu mir kommen. Als ob ich weiß, wo du bist. Weil die Karte liegt oben in meinem Haus. Guck doch Da, wo mal, Steve wohnt. Mensch, ey. Da, wo Steve Steve wohnt. gewohnt Creeper! hat. Creeper! Steve ist ein Arsch. Oh shit. Ja, meine Folge wird nicht gerade spannend. Ich baue gerade einen Raum Danke, Steve. 3. Ich hab dich gerettet, mein Dauert Junge. mal ewig. Steve, wo hast du gewohnt? Rechts von dir. Da wo du rechts. Da an dem. An der komischen Erdhütte. Das ist ein Loch. Links. Direkt vor dir. Da wurde Creeper tilt. Genau dahinter. Der Typ hat das Schwein getötet. Glaube, mein Schwein pfeift. Nee, das heißt nicht mehr. Was? Ist André schon da? Ich habe jetzt einen neuen Nachbarn. Ach, hey. Hey. Warte. Hübsches Häuschen. Vielen Dank. Mein neuer Nachbar buddelt gerade im Sand. Der neue Nachbar. Der neue alte Nachbar. Kimchi? Also Kimchi, ich. So, jetzt muss ich nur mein Haus finden von hier aus. war doch der Nachbar. Der erste. Ist schon wieder Tag? Nein. Nö. Nein. Nö. Steve, du hast dein Bett vergessen. Ja, kannst du haben. Okay, ich mache ein Doppelbett. Ist ein bisschen Steve, hast du da passend. wenigstens noch ein Bett? Jetzt können wir wieder Nee. nicht schlafen. Ich muss mein Bett zurücklassen, das war vollgepinkelt. Ich glaube, wie die drin. Ach so, ja, Ja, okay, kann ich pinkelt. verstehen. Ey, was wollt ihr denn alle von mir, Mensch? Nichts. Kann doch nicht wahr sein, ey. Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ah, Alter. Als wäre ich so schrecklich, ey. Bist du? Er ist viel schlimmer. Alter. Also, Brauchst du den Fans, Sand schreibt hier, mal Steve? bitte. Schreibt mal bitte die Kommentare rein. Was sagst du? Brauchst du den Sand hier? Nubel. Aber. Nubel. Ich hab mein Haus verloren. Oh. Wie geht's dir so wie Steve? Ich Liebe hasse Geschichte, Steve. Sammel. Ich suche mein Haus so lange, bis ich es wiedergefunden habe. Werde ich mein Haus jemals wiederfinden? Nö. Was hätte ich denn für Hast du eine Pessimisten? Karte bei? Nö. Wieso nimmst du keine Karte mit? Warum sollte ich? Weißt du, wie selten ich mit der Karte spiele? Weil Und eine wenn man Karte die vielleicht Karte einmal weiterhilft? verliert, wenn eine Karte einmal verliert, hat man die Firma verloren. Ich sehe dein Haus von hier. Kann man nicht eine Karte Das noch bauen? Ist schön, Steve, ja. ja. Ja, kann man. Ah, ist die Kimschkis Haus. Das ist gut, oder? Ja. Ja, ich baue ihn Oder doch weiß ich, wieder wo mein tiefer. Haus ist. Wo bist du denn? Wir haben doch eine Dreier-WG. Wir haben gar keine Dreier-WG hier. Wer hat eine Dreier-WG?
Jungs. Darf ich mit einziehen? Nein. Nee. Alter, ich schieß mich überall mit aus. Was ist denn hier los? Alter. Wir schießen dich nicht überall mit aus. Wir wollen dich nur nicht bei uns haben. Alter. Außerdem haben wir ja keine Dreier-WG. Wir wohnen bin alle ich jetzt der neue André oder was? Voneinander. Ja. Bin ich jetzt der neue André oder was? Warum neuer André? Na, weil irgendwie André, weil ich jetzt irgendwie diskriminiert werde wie André. Wie diskriminiert dich nicht? Sondern? Wir mögen dich einfach nicht. Arsch. Und das tun wir nicht, weil du Willi bist. Weil er was? Ich hasse dich. Weil er wer ist? Ich hasse dich auch nicht, weil du nur André bist. Ja. Oh. Das ist der einzige Grund, warum man André hasst, weil er André ist. Ich möchte mal erwähnen, dass du das in den drei Parts davor bestimmt tausendmal erwähnt hast, dass du ja, mich als Person sicher? Einfach hasst. Doch. Das glaube ich nicht. Ich hasse dich nicht. Ich verachte dich nur. Weiß nicht, Alter. Ich glaube, ich verletze deine Gefühle auch nicht. Warum gibt es hier so viele Berge? Du bist halt in der bergreichen Gegend. Ja, ich merke schon. Dann können wir umziehen. Wow. Ich laufe hier einmal ewig im Kreis, um zu sehen, dass mein Haus. Ich hätte einfach nur quer geradeaus laufen müssen. Wow. Muss ich hier lohnen? Total. Ja, ich habe ein Schaf gefunden. Ich habe zwei Schafe gefunden. Oh, hier ist Kies. Ich sollte langsam was essen. Ich muss in Wirklichkeit noch irgendwas essen. Wieso? Ich habe heute noch, ich hab noch eine Keule. Schick mal rüber. Ich meine Hungeranzeige habe ich eine Keule. Ach so. Ja, die hätte Steve aber trotzdem gegessen, gerne. So Leute, jetzt werde ich mir kein Bett bauen. Sondern? Ich werde die Wolle andersweitig nutzen. In dem? Ich weiß nicht. Überlege ich mir noch. Okay, werden wir in dieser Folge erfahren, ob Andi was Sinnvolles macht? Ja oder nein? Ich mache immer was Sinnvolles. Klar. Ich sag auch nein. Einfach weil es André ist. Voll die Pessimisten hier. André, wir kennen dich einfach. Genau. Nein, ich kenn mich nicht. Doch. Du kennst es auch nicht. Leider Gottes schon. Wie kann man nur so fies sein? Wenn man so hart gemobbt wurde wie André. Einfach. Ich glaube, das liegt in der Natur von Andres, dass sowas ich passiert. Glaub, du sagst jetzt in den Genen. In den Genen, ja. Es ist in deinem Genpool verankert. Ja. Finde ich auch, und mein Zwilling ist noch schlimmer. Hi. Das ist schlecht. Steve, ich hab was zu essen. Okay. Was denn? Hammelfleisch. Gekochtes Schweinefleisch. Das ist aber nicht halal. Ehrlich mal. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass es erst halal ist, wenn selbst der Ofen von den Juden angezündet wurde? Was? Ja. Was für ein Jude? Das ist von den Moslems, du Affe, ey. Nein, ach nee, stimmt, Koscher war das. Koscher, ja. Genau. Koscher ist nämlich von den Juden. Ist doch alles dasselbe. Nee. Erzähl das mal meinem Mitbewohner. Erzähl das mal meinem Mitbewohnern. Okay, hallo Mitbewohner von Widi. Ich finde Halal, Koscher ist alles dasselbe. Halaschabalabalala! Halaschabalala! Das ist jetzt ich bin ehrlich, ich hatte kurz Angst, dass die Leute was anderes rufen. Allahu Akbar! Allah Bashamalala!
Wir sind in der Aufnahme, wir müssen uns mal ein bisschen zügeln. Als ob ihr euch bisher in einer der Folge benommen habt, ja? Ja, das stimmt. Das Problem ist, dass Steve immer so scheiße ist. Hallo. Genau, Steve ist schuld. Man lernt, die kleine Scheiße lernt von der großen Scheiße. Du kleines Stück Scheiße, ey. Ich bin die kleine Scheiße. Das ist ein Enki. WC-Enter. Hast du dir jetzt bei Minecraft eine WC-Ente gebaut? Ja, klar. Okay. Das wäre geil, wenn es gehen würde. Also ich finde, so ein WC bei Minecraft fehlt eigentlich noch, oder? Und eine Badewanne. Ach, Baden wird überbewertet, du springst einfach ins Meer. André, der Naturbursche. Ja, natürlich. Du kannst doch einfach in die Natur scheißen, du brauchst ja kein Klo für. André ist so ein Hippie, ey. Doch, ein bisschen Zivilisation brauch ich doch. Also ich fühle mich hier weiterhin immer so beobachtet. Wir bauen uns aus Stock und Stein Werkzeug. Ja, da kann man auch das Klo bauen, oder? Ja, das würde also, doch in Wirklichkeit auch funktionieren, denke ich. Also ich muss zugeben, ich baue mir, also ich habe alles bestellt gerade hier nur. Ich habe es nicht selbst gebaut. Cheater. Ich hab bei IKEA bestellt. Du hast sonst nicht geklaut. Das... Bei Minecraft IKEA. Okay. Musst du noch selber zusammenbauen, war? Genau, war ich gerade. Spanplatten zusammenbauen. Hat jemand zufällig. Mein ganzes Zeug laden kann. Hat jemand von euch schon einen Eimer gebaut? Nö. Könnte ich. Könnte ich auch. Sogar 10-mal. Ich stell mal, Kipp, wie ich das auch tun. Er wollte nur wissen, ob jemand einen hat. Ja. Damit er keinen bauen muss. Ein Stück schon. So, jetzt habe ich einen Eimer. Kann man sich demnächst einen ausleihen? Ja, klar. Ich hätte jetzt einen Eimer. Pascal muss aber Kaution hinterlegen. Wo ist denn Pascal? Neben dir. Passt. Schon meine Karte mal raus. Der weiße Punkt oder was? Ja. Okay, ich bin gleich da. Ich habe ihn schon mal mit Wasser gefüllt. Nice. Ich hab vergessen, was ich gerade tun wollte. Ach, da bist du. Danke. Bitte. Wärst du schwer auf dem Flughafen, ey. Schmoll in der Hölle? Nein, Wurzelhölle war nochmal Eisenblöcke. Achso. In der kleinen Höhle, die ich da ausgebaut habe. Nein, nicht Eisen. Eisen habe ich genug. Achso. Ach, Eisenblöcke. Sorry, habe ich eben zu spät geschalten. Ah, hier. So, wo wohnt Steve eigentlich? Ich will ihn mal belästigen. Wieder? Richtig, also, der von dem großen Turm. Ach, da wohnt er. Ich fahr einfach mit dem Boot weg. Ich fahr einfach mit dem Boot aus dem Map raus. Steve!
Komm mal her! Ich glaube nicht. Aber die anderen Sachen kann ich doch nicht bauen. Habe ich den echt übersehen? Ach, da hinten ist er! Willst du mein Feld streicheln? Total. Der Hasenflügel. Das war nicht von dir. Gerne. Dafür, dass ich dir dein Haus weggenommen habe. Das war so eklig. Das Haus wegzunehmen. Nee, ich glaube, sie zu streichen. Nee, da hat eben ein Schwein gerülpst. Meinst du dich selber? Ja, was halt keine Miete zahlt, muss halt raus für dich. Alles ist eklig. Neben mir vor allen Dingen, das ist voll pervers. Hast du Erde für mich? Ja. Ich? Nee, Willi? Ja. Ich könnte schnell abbauen, das dauert ein paar Sekündchen. Okay, wollen wir schlafen gehen? Das krieg ich auch hin. Ich hab mir kein Bett gebaut. Ich hab eine Eisenschaufel, das geht ganz schnell. Hab ich. Ich hab auch eine Eisenschaufel. Als ob. So, aber wir sind schon wieder zeitig schnell vorangeschritten. Und. Das war eine schöne Wortwahl. Dafür könnt ihr gerne mal einen Daumen da lassen. Ist jetzt schon zu Ende? Wenn ich mal einer, der eine ordentliche Abmord macht und nicht hier ein verrückt durchdreht. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.